Liebe Mitbrüder im bischöflichen und priesterlichen Amt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn wir in dieser Stunde, wie es uns Bischof Reinhard ebenso eindringlich gesagt hat, Gott feiern, dann treten wir hinein in das Beten der Jahrhunderte, die hier ihre Leiden und Freuden zur Mutter aller Gnaden getragen haben. Wir bitten in dieser Stunde um den Heiligen Geist, dass er uns Licht sei und Weg für diese Tage, für diese Zeit. Und wir tun es im Hinschauen auf Maria, in Gemeinschaft mit ihr, die von einem alten Gebetswort Gefäß des Heiligen Geistes genannt wird. Darin verdichtet sich, was die Heilige Schrift uns von ihr sagt, dass sie nicht ein Mensch war, der in sich geschlossen sich selbst zu vollenden und zu verwirklichen suchte, sondern ein ganz offener, ein Mensch, der nicht einfach aus sich lebte, sondern vom Geist erfüllt im Geheimnis des Heiligen Geistes. Und wenn sich so in dieser Stunde der Zusammenhang Maria und der Heilige Geist aufdrängt, dann verbinden wir nicht mit der Gewalttätigkeit eigener Spekulationen zwei Wirklichkeiten, die eigentlich weit auseinander liegen, sondern wir sehen auf einen inneren Zusammenhang hin, der uns Licht gibt. Denn der Heilige Geist, verborgen und geheimnisvoll, macht sich uns sichtbar, hörbar, verständlich und nahe durch Menschen hindurch, in denen er wirkt und die sich ihm öffnen. Und umgekehrt, diese Frau Maria tritt aus der Vergangenheit mitten in unsere Gegenwart hinein, gerade dadurch, dass sie nicht nur sie selbst war, sondern in dem Beständigen lebte, in der Gnade des Heiligen Geistes. Wenn wir so von ihr uns führen lassen wollen, um geistlich zu werden, um darum lebendig zu werden, das wahre Leben, das Beständige zu finden, dann drängt sich uns natürlich die Frage auf, wie ist das, wenn ein Mensch geistlich ist, voll des Heiligen Geistes, Gefäß des Geistes aus und mit ihm lebend. Die Lesungen aus der Heiligen Schrift, die uns eben begegnet sind, stellen uns gleichsam drei Bilder vor die Seele, in denen etwas davon sichtbar wird. Das erste, der Engel tritt zu Maria ein und grüßt sie. Maria ist ein Mensch, der wach genug ist nach innen und nach oben, um den Engel wahrzunehmen und seinen Gruß zu hören. Ein Mensch, dessen Welt nicht in dem Greifbaren endet und dessen Ohren nicht so voll geschrien sind von dem Laut dieser Welt, dessen Augen nicht so geblendet sind von ihren Bildern, dass sie durch sie hindurch ins Ganze hineinsehen und hineinhören kann. Und er grüßt sie, freue dich, Maria, denn du bist voll der Gnade. Sie kann sich freuen, nicht irgendwelcher banaler Erfolge willen, sondern freuen aus dem eigentlichen und tiefsten Grunde heraus, weil sie voll der Gnade ist. Und im Geist der Heiligen Schrift dürfen wir dieses voll der Gnade auch übersetzen, voll des Heiligen Geistes. Denn die Gnade ist ja nicht irgendein Ding, das Gott uns gibt, sondern Gottes Gabe ist er selbst. Die Gnade, die er gibt, ist eben dies, dass er uns anrührt, dass er mit uns in Gemeinschaft tritt, dass er unser wird und so wir seiner und damit offen, weit und groß und wahrhaft wir selbst werden. Die Gnade, das ist Gott als der sich schenken Könnende, Gott als Gabe, als sich mitteilende Kraft, und das heißt eben der Heilige Geist, durch den wir in die mitteilende Macht, in die dreifaltige Liebe Gottes hineingeführt werden. Du bist voll des Heiligen Geistes. Das heißt, noch einmal, es ist ein Mensch, dessen Atemraum, dessen Lebensraum nicht nur das Zuhandene, sondern der Grund aller Dinge
der lebendige Gott, die schöpferische Liebe ist. In ihm bewegt sie sich, lebt sie und ist sie. Und nun fragen wir noch einmal, wie ist das praktisch? Und wieder bietet uns die Schrift eine Reihe von Bildern an, in denen es sichtbar wird. Nehmen wir ein erstes, das Magnificat, das Gebet, in dem sie Elisabeth begrüßt und ihren Gruß beantwortet. Und wir können dabei ruhig jene etwas allzu besserwisserischen Einsprüche beiseite lassen, die uns sagen, so könne ja Maria nicht gesprochen haben, das sei zu gelehrt, zu überlegt, zu bedacht, das müsse irgendwann von urchristlichen Lehrern komponiert worden sein. Lukas, die Kirche des Anfangs, die näher am Ereignis war, wusste, dass dies gleichsam ihr Originalton gewesen ist, dass darin sie selbst uns hörbar und sichtbar wird. Wenn wir ihr so zuhören, was vernehmen wir? Zunächst einmal dies, dass sie ein Mensch ist, der in der Nähe Gottes lebt, für den Gott nicht irgendetwas Aufgesetztes ist, das man in bestimmten Stunden dann herbeiruft, etwas im Grunde Fremdes und Äußerliches, sondern der innere, beständige Raum ihres Lebens, dass sie ein betender Mensch ist, der vom Grund her im Gespräch mit Gott, im Miteinandersein mit ihm lebt und der daher mit ihm zu reden weiß, dem Gottes Worte eigene Worte geworden sind, weil Gottes Wort ihm Leben geworden ist. Das Wunderbare an diesem Gebet ist ja, dass es ein Geflecht von Worten der Bibel ist, die nun doch nicht irgendwo künstlich aneinander gereiht sind, sondern aus dem Inneren eines Lebens heraustreten. Sie lebt im Wort, sodass Gottes Wort ihr Wort wird und ihr Leben ist. Gottes Wort ist Gegenwart des Heiligen Geistes unter uns. In ihm spricht er. Und wenn sie also zu Hause ist in Gottes Wort, dann heißt es, dass sie durch dieses Daheimsein im Wort Gottes voll des Geistes ist. Und dazu zuerst will sie uns hinführen, dass Gottes Wort für uns nicht eine fremde, erhabene Sache sei, die wir vielleicht am Festtag irgendwann aufschlagen und wieder beiseite legen und nicht irgendwie ein Studienobjekt, das wir aufspießen, wie man Schmetterlinge in einer Sammlung zusammenstellt, wie man Dinge analysiert und zerlegt, sondern Raum des Lebens, in dem wir daheim sind, in dem unser Zuhause ist. Und man spürt es, wie da nicht nur ihr Verstand ein paar Worte gedacht hat und nachsprechen kann, sondern wie sie vom Grund ihres Lebens her durchdrungen ist, Bewusstes und Unbewusstes, Schauen, Denken und Sehen, die Person eins geworden ist, bis in den Grund des Unbewussten hinunter durchtränkt und durchdrungen ist. Und weil es so ist, weil sie von innen her dort hineinlebt und von dort wieder herauslebt, weil Gottes Wort lebendige Führung ihrer Tage ist und in ihr sein wird, darum lebt sie auch in Gottes Willen. Darum ist ihr dieser Wille nicht ein fremdes Gesetz, das sie vergewaltigt, gegen das sie sich wehrt, sondern von innen her kommender Ruf. Daraus kommt ihre Fühlsamkeit für die Antriebe, für das Wollen Gottes in jeder Stunde. Etwa wenn wir an Kana denken, wo sie durch das Wort der Abweisung hindurch spürt, was zu geschehen hat. Einfach dieses sich öffnen, dieses sich lassen an ihn. Und dann den ganzen Weg hindurch immer neu dieses ihn lassen. Dieses ihn freigeben und sich darin freigeben, worin sie das Grundwort ihres Lebens einlöst. Mir geschehe, wie du gesagt hast, das Einwilligen in Gottes Wille, das daraus wächst, dass sie zunächst eingesinnt ist in Gottes Wort und in Gottes Sinn.